Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Hallöchen. Herzliche Grüße aus dem K-Werk. Wir haben uns mal wieder entschlossen. Wir haben es ja nicht geschafft, das eigentlich komplett durchzuziehen, aber mal wieder ein Monatsupdate-Video zu machen. Zum Monat wir haben jetzt Mai. Ja, stimmt, wir haben jetzt Mai, genau. Monat Mai kommt jetzt. Und wir wollten uns auch nochmal recht herzlich euren neuen Praktikanten vorstellen, der jetzt hier bei uns im K-Werk fleißig schon mal so ein paar Sachen verrichten darf. Du musst nicht nur Kaffee holen und auch nicht nur die Werkstatt fegen, du darfst jetzt auch schon mal das erste Mal hier schrauben. Motor zusammenschrauben? Nee, aber der Adrian hat sich mal zum Friseur getraut. Der Friseur ist auferstanden, ist nicht mehr gestorben. Aber jetzt ist so richtig komisch, die Haare sind halt so, wenn du nachts gepennt hast, dann sitzen die wieder so ganz schräg. So. Ja, das stimmt. Ja, na klar kenne ich das. Na klar kenne ich das. Nee, da ist man es mit langen Haaren auf jeden Fall einfacher. Ja. Nee, aber kannst du ja mal sagen, was machst du da gerade? Du baust hier ein Motorradmotor zusammen. Für. Nee, für. Wie hieß die nochmal? Den Namen sagen wir einfach nicht. Ich. Genau. Da kommt Delfine rüber über den Namen, den ich gerade gesagt habe. Und, nee, aber läuft gut. Ist 125 Kubik. Was haben wir alles neu gemacht? Lager alle neu. Also alle Kurbellager, alle Nadellager neu. Zylinderkopf. Zylinderrumpf. Kurbelwelle, Lager. Eigentlich einmal komplett überholt, einmal alles, ne? Überholt. Alle Lager. Kolben, Kurbelwelle, Steuerkette, bla, Zylinder, bla, bla. Zylinderkorb. Was können wir denn eigentlich jetzt erzählen bezüglich der letzten Monate, die vergangen sind? So, eigentlich, wir sind, würde ich sagen, mal ganz gut hier eigentlich in die Saison reingestartet. Ja. Wir haben euch den Mercedes gezeigt, den W201, den Daniel und ich uns angeschafft haben, der diese Saison auch noch auf die Straße kommt. Der wartet nämlich gerade quasi auf seinen Termin beim Karosseriebauer und ist dementsprechend da hinten in der Ecke gerade. Da passiert gerade nichts. Der geht diesen Monat tatsächlich noch dahin. Dann wird quasi die Rostproblematiken an den Schwellern und an den Wagenheberaufnahmen und so weiter und so fort und am Seitenteil werden dann behoben, sodass wir dann zum Umbauen gehen können und wieder zum Wiederzusammenbau und dass er dann halt auf die Straße kommt. Mal sehen, ob das dieses Jahr noch was wird, aber ich. Mit dem 190er, der fährt dieses Jahr. Da gehe ich eigentlich fest von aus. Ja, komm. Hier. Da fahren wir auf jeden Fall noch. Hier ist noch der Audi von Vinny. Der ist auch gerade wirklich eigentlich in den Endzügen. Der macht hier quasi gerade. Ich fahre die Bühne mal fix hoch. Da könnten wir eigentlich auch noch so ein paar Videos drüber machen. Auto ist jetzt kurz hochgefahren und die Kamera ist gerade kurz abgeschmiert. Kein Zugriff mehr auf die Speicherkarte. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ah, du kommst mit Licht hervorragend. Hier schweißt er quasi gerade ein paar neue Stellen ein, weil nämlich, zeig mal hier drüben kurz, Adi, weil nämlich hier auf jeden Fall ein paar Roststellen noch sind und das Auto war nämlich schon eigentlich ziemlich weit unterwegs. Wir machen, glaube ich, mal so ein kleines Vorstellungsvideo nochmal von dem Auto, was das schon alles so gesehen hat und ist nämlich ziemlich viel passiert hier auf jeden Fall auch in den letzten Tagen und Monaten vor allem, eigentlich schon Jahren. Und ja, hier war auch die letzte Problematik, das ist jetzt quasi auch komplett neu wieder hier alles. Da waren auch Bolzen hatte. Genau. Also hier waren eigentlich die kompletten Bolzen von dieser Quertraverse waren hier eigentlich rausgerostet und so weiter und so fort. Ja, und halt durch die Fahrt, die er hinter sich hatte. Genau. Aber ich würde sagen, da stellen wir nochmal persönlich das Auto nochmal vor in einem ganzen Video und dann auch mit ein paar Animationen, wo das Auto dann auch schon überall war und so. Ja. Aber was fällt dir denn jetzt großartig noch ein, was wir den Leuten erzählen könnten, was so die letzte Zeit noch passiert ist und so weiter? Könntest du meinem Benz noch kurz gehen? Hier sieht es bei uns auf jeden Fall auch aus wie im Saustall, weil nämlich ein Freund von uns aus seiner Halle raus musste. Und dementsprechend haben wir jetzt hier solche Sachen quasi eingelagert. Und das steht natürlich jetzt bei uns alles kreuz und quer. Normalerweise beginnt jetzt hier auch eigentlich immer bei uns in dieser Zeit des Jahres, so die Zeit, wo es hier bei uns leerer wird, weil die ganzen Camper rausgehen und die ganzen Autos, die nur auf Saisonkennzeichen angemeldet sind, dass die dann auch quasi die Halle verlassen und dann hier wieder schön Platz zum Spielen ist. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht so sein wird und die Halle voll bleibt. Das gleiche gilt für den Bus wahrscheinlich auch erstmal, für den Bus von Dings auch noch nicht. Ja. Mein Auto. In dem Video, wo wir da Offroad fahren waren, habe ich ja schon gesagt, habe ich hier zwei Dometic Seitz S4 Fenster eingebaut auf der Seite. Bin damit auch sehr, sehr hip. Schmieren hat jetzt nicht so gut. Funktioniert doch eigentlich schon. Dafür, dass du eine komplett gerappterte bzw. mit MIPA Protector überzogene Kabine hast, finde ich, ja.
sieht es voll gut aus. Auf alle Fälle, ja. Ich bin happy mit den Fenstern und es funktioniert alles und es ist gut belüftet. Ich glaube, zu dem Auto wird auch vielleicht zeitnah ein Video kommen, was Innenausbau und wie geht es eigentlich mit dem Auto weiter. Hier kommt jetzt noch eine Stauklappe hin, die dann halt unters Bett führt, wo man halt Sachen ran rein und rausholen kann. Andere Seite kommt das gleiche hin, wo eine Technikklappe sein wird, wo man halt so Wasser und Gas und halt so Technik befüllen und entfüllen, entnehmen kann. Das kommt noch und den Innenausbau halt. Und der Innenausbau wird aus Aluminium sein, das werde ich so schon mal sagen können, aber ne, zu dem Auto. Er fährt zumindest. Ist ja auch so ein Updates-Video, ne? Also er fährt und es macht Spaß. Und hat man ja auch zum Glück im letzten Video gesehen. Genau, ja. Das müssen wir echt bald zeitnah mal wieder machen. Und wenn es ja, hier bei uns um die Ecke in die Heide ist oder irgend sowas. Ja, aktuell dient das Ding hier gerade auch nur als unsere Schlafkoje, wenn wir halt hier sind. Mhm. Für Vincent und mich. Ansonsten, ich weiß nicht, ob der offen ist, der Lachs. Natürlich nicht. Den kennt man auch eigentlich Den noch kennt gar man nicht. Auch gar nicht. Ist ein T4. Mit ein bisschen Rost und... Standard-Serienausstattung, ne? Richtig. Ja, aber hier ist halt unsere Chaos-Seite. Hier lagern wir halt Autos. Die sieht man ja auch. Und wie man auch sieht, Boote. Die kennt man ja eigentlich auch noch nicht so viel. Ja. Da hinten ist auch noch ein T3. Und noch so viele, noch ziemlich viele Motoren und so einen ganzen Kram. Aber ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf die schöne Seite. Auf die schöne Seite. Die wir tatsächlich, wo wir uns auch demnächst... auch echt mal drum kümmern müssen, dass das hier nochmal schöner wird. Also wir wollen eigentlich quasi hier mal alles raus und alles nochmal neu streichen und so weiter und so fort. Eigentlich, also Philipp hätte ja Lust auf eine andere Bühne, weil auf die Bühne keine langen Radstände passen. Aber auch generell keine tiefen Autos wirklich. Wir müssten sie halt im Boden. Die Überlegung ist halt quasi, das ist ja eine Zippo von 1990. Und das Limit von den Autos ist halt wirklich T5 oder T6 passt noch rauf. Ein T4 langer Radstand zum Beispiel auch, wie der da drüben. Aber ein T5 langer Radstand zum Beispiel nicht. Das geht einfach nicht. Da kann man sich dann meinetwegen irgendwie verlängerte Arme holen oder so. Könnte man alles tun. Das ist eine Problematik, dass keine zu langen Autos raufpassen, wovon wir nun mal ziemlich viele haben. Das zweite Problem ist aber auch, dass es halt einfach aufgrund der Tiefe schwierig ist mit tiefen Autos. Gerade serienmäßige, moderne Autos mit, sage ich mal, Schwellerverkleidung und so weiter und so fort, passen auf diese Bühne einfach nicht rauf. Wir müssen immer quasi auf Rampen fahren und ich glaube, so was das Einzige, was tief ist, was noch raufpasst, ist zum Beispiel halt der Golf 2. Ja. Ne? Der passt gerade noch so rauf, aber das ist schon knapp. Von daher könnte man jetzt sagen, okay, versenkt man die Bühne nochmal in den Boden, holt sich dann nochmal seine 4 cm oder was auch immer. Es wird auf jeden Fall schon was bringen. Aber ich denke mir halt dann auch... Das ist für tiefe Autos auf alle Fälle bringen. Genau, aber wir müssen ja trotzdem überlegen, wie mit den Veränderungen hier bei uns in der Halle, die jetzt noch passieren werden, wovon ihr auch noch nichts wisst, das zeigen wir euch dann später nochmal, macht es auf jeden Fall Sinn, hier an der Stelle eine Bühne zu haben, die über 4 Tonnen heben kann. Ja. Ist einfach so. Und das kann die Bühne halt nicht. Die Bühne als Outdoor-Bühne. Genau, das wäre zum Beispiel eine Variante. Könnte man auf jeden Fall machen. Aber müssen wir dann auf jeden Fall nochmal gucken. Dann haben wir hier noch ein kleines Spielzeug. Einen richtig guten Schweißtisch. Hulle schwer. Aber ich glaube, für so das eine oder andere Projekt eigentlich ganz nice. Diverse Abgasanlagen, Krümmer und so werden wir uns auf jeden Fall mal gucken, dass wir da mal was fertigen können in Zukunft. Gut, dafür brauchen wir theoretisch den Schweißtisch nicht, aber... Dafür. Doch, du kannst dir für den Schweißtisch... kannst du dir ja auch dann hier quasi deine Apparaturen in abgeänderter Form bauen und dir dann sozusagen deine Rohrbögen hier halt drauf konstruieren und dann halt schön schweißen. Ja. Nee, aber natürlich, du hast schon recht, man braucht es ja in der Regel erst für Boxen oder sowas in die Richtung, was gerade sein soll. Oder wie Philipp die Bank gebaut hat oder sowas, ne? Genau, richtig, ja. Das ist schon eine schöne Sache. Ansonsten ist ja jetzt Philipps Golf soweit ready. Der geht jetzt... Lass uns die Fahrt mal zum TÜV und alles so mitnehmen. Können wir machen, Fragen wir unseren TÜVer des Vertrauens und dann... Ja, können wir machen. Wir fragen ihn. Das wäre eigentlich lustig, weil es ja auch schon ein Langzeitprojekt. Ja, das können wir auf jeden Fall versuchen. Aber also wenn da kommt auch halt die Tage davor und danach filmt und halt nicht auf dem Gelände, aber... Genau, ist jetzt Zeitblase. Entweder das Video, was wir gerade jetzt hier drehen, kommt vorher und das Video, was wir vorhin gedreht haben, kommt danach. Oder ihr habt sogar schon gesehen. Von daher, wenn ihr schon gesehen habt, mega geil, oder? Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Nee, ansonsten ist es quasi gerade auch relativ ruhig. Daniel ist im Urlaub. Philipp ist im Urlaub. Ich gehe jetzt bald wieder runter nach Stuttgart. Dann denke ich mal, wird wieder richtig viel passieren, wenn es halt am 190er weitergeht. Da nimmt euch dann Daniel hauptsächlich viel mit, was dieses Projekt angeht. Gerade wenn es um Karosserie-Themen geht und so weiter und so fort. Da holen wir uns auch Hilfe von Bekannten, die das wunderbar toll machen und wo es dann auch einfach zügig geht. Farbe wird die gleiche bleiben, ja.
Die Farbe bleibt die gleiche, ja. Der wird zwar an Stellen einlackiert, aber die Farbe bleibt gleich, ja. Was wir auf jeden Fall noch gucken müssen, beim 190er hat man ja die Sakko-Bretter oder Sakko-Verkleidung, wie auch immer. Und die sind ja in der Regel in einem anderen Farbton gehalten und ich glaube, da der Farbton soll eigentlich auch bleiben. Ich finde es ziemlich stimmig, aber die sollen eigentlich auch nochmal neu lackiert werden, im besten Fall. Mhm. Und dann, ja, genau. Und der wird ja dann auch schön umgebaut, aber da kommen dann auch richtig coole Videos auf euch zu. Und ja, aber es ist auf jeden Fall richtig schön, mal wieder bei Sommer zu schrauben. Das ist richtig gut. Voll. Im Shirt oder zumindest nur im Pulli und nicht die ganze Zeit die Heizung laufen haben zu müssen. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ein kleines gutes Update geben konnten, wie es jetzt hier wieder bei uns im alltäglichen Chaos so läuft. Wir haben noch eine Sache vergessen. Wir müssen eigentlich noch mal ein Bild von draußen zeigen. Wieso? Unsere 20 Autos, die gerade vor der Halle stehen. Ja, das können wir gleich noch mal einblenden, oder? Ja. Ja, weil wir haben nämlich auch mit dieser Auflösung von der einen Halle mussten wir auch noch ein paar Autos aufnehmen. Die und dementsprechend ist bei uns draußen gerade ziemlich viel los. Wir sollen bei dem A6 den aber Geräteträger wechseln. Aggregateträger, ja. Vielleicht machen Philipp und ich dazu ein Video. Das könnte man auf jeden Fall machen, ja. Aggregateträger bei so einem A6 von, weiß ich, Boyer 2000 oder so. Ja, kann man auf jeden Fall tun. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag und wünschen euch, habe ich schon gesagt gerade, ne? Ja. Und dann auf jeden Fall. Die bis Verwirrung bald. Ist verwirrt. Selbst die Verwirrung ist durch, ne? Ciao. Winnie sagt tschüss.